okay, wir gucken uns jetzt nochmal den Kehlkopf an. Wir können ja eben nochmal die Kehlkopfknorpel machen. Also hier haben wir die Epiglottis. Hier haben wir die Ari-Knorpel mit dem Prozessus corniculatus. Dann haben wir hier, jetzt hier angeschnitten, den Ringknorpel. Und hier von der Seite her kann man es ganz gut sehen, das ist der Schildknorpel. War das dann noch der letzte Woche? Dann machen wir jetzt mal eben die Bänder am Kehlkopf. Wir haben jetzt ja hier Teile vom Zungenbein. Und hier zieht vom Prozessus lingualis zur Epiglottis, kann man jetzt hier leider nicht sehen, müssen wir uns vielleicht eher so denken, das Ligamentum hyoepiglotticum. Hyoepiglotticum vom Prozessus lingualis zur Epiglottis. Als nächstes haben wir eine Membrana thyrohyoidea, das ist die Membran, die sieht man auf der anderen Seite besser, die sich zwischen dem thyrohyoid und dem Schildknorpel befindet, hier, diese Membran. Dann haben wir das Ligamentum cricothyroideum, also ein Ligament zwischen dem, guck mal wieder auf der anderen Seite, zwischen dem Schildknorpel und dem Ringknorpel, müssen wir uns jetzt hier denken, weil es ist hier durchgeschnitten. Also hier wäre ein Ligament dazwischen, um die beiden zusammenzuhalten. Dann haben wir als nächstes zwischen dem Ringknorpel und der ersten Trachealspange ein Ligamentum cricotracheale. Und die weiteren Bänder, die jetzt hier zwischen den Trachealspangen sind, nennen sich Ligamenta annularia. Genau, und innen haben wir ja schon vorhin in dem Video gezeigt, in der Plica vocalis das Ligamentum vocale und in der Plica, ja, kann man jetzt hier schlecht sehen, in der Plica vestibulare der Musculus ventriculare. Machen wir als nächstes die Muskeln am Kehlkopf. Dann haben wir hier als erstes, kann man ganz gut sehen, zwischen dem Keratohyoid und dem Thyrohyoid den Musculus keratohyoideus. Dieser hier. Dann haben wir auch zusätzlich zu diesem Ligamentum hyoepiglotticum, was vom Prozessus lingualis zur Epiglottis ging, haben wir dort auch einen Muskel, der heißt Musculus hyoepiglotticus. Den kann man jetzt hier auch, der ist auch abgeschnitten leider. Dann sehen wir hier ziemlich gut den Musculus thyrohyoideus, nämlich vom Thyrohyoid an den Schildknorpel. Dann sehen wir, oder würde jetzt hier quasi ansetzen, der Sternothyroideus, der vom Sternum an den Schildknorpel zieht. Dann haben wir hier, vielleicht sehen wir auf der anderen Seite. Ja, kann man jetzt nicht sehen, dann würde quasi fehlen der Cricothyroideus, der vom Ringknorpel an den Schildknorpel zieht, aber den, also vielleicht hier dazwischen so, auch wieder abgeschnitten vermutlich. Dann haben wir, wenn wir jetzt von dorsal auf den Kehlkopf gucken, finden wir den Crico aritenoideus dorsalis, also vom vom Ringknorpel an den Ari-Knorpel und der liegt dorsal, das ist dieser hier, der so ein bisschen so zusammenzieht. Dann kommt hier als nächstes davor, den man jetzt auch kaum sehen kann, der Aritenoideus transversus. Dann käme hier noch ein Crico Aritenoideus lateralis. Gut, muss man jetzt irgendwie auch denken, weil man den nicht sehen kann. Also vom, wieder vom Ringknorpel an die Ari-Knorpel, aber lateral gelegen, nicht dorsal. Und hier innen haben wir ja auch schon genannt den Musculus vocalis und den Musculus ventricularis, den man nicht sehen kann.